Ja, ihr Lieben, und wir haben mittlerweile schon Freitag hier mit unserer Pauline Maiberger. Wir gehen jetzt erstmal... Ach nein, Moment mal. Wir werden die Gute jetzt erstmal hier umziehen. So geht das ja nicht, ne? Die läuft ja immer in denselben Sachen rum, sonst kriegt sie wieder nur Ärger. Was haben wir denn hier? Ist auch nie besser, ne? Elegant. Uiuiui. Und Turnier. Ach komm, elegant. Bestätigen. Ist auch blöd, ne? Ist alles noch nicht so der Burner, aber das macht nichts. Und wir gehen erstmal wieder zum Stall. Ich werde mich wieder tot klicken hier vorne. Weiß ich wieder nicht. Öffnen. So. Was war der Stall jetzt? F2D. Ich lerne das nie. Nee, also das ist F4. Leute, ich lerne das nie. Und wir werden erstmal unser Pferd verpflegen. Wie immer. Heute ist ja Freitag. Heute ist ja Test in der Schule. Na? Wisst ihr ja. Oh, und wir müssen ausmisten. Oh, das müssen wir auch noch eben machen. Ganz wichtig, damit wir das schon mal hinter uns gebracht haben. Weil wir haben... Einmal haben wir den Test und dann wollen wir ja auch diese Ausreitgenehmigung haben. Auch wichtig, ne? So, Stallarbeit vor der Schule ist doch immer schön. Dann geht man direkt müffelig zum Unterricht und... Uiuiuiui. Also die Verdauung, die klappt auf jeden Fall bei Abashiri. Das ist mal ganz sicher. So... Komme ich hier gar nicht mehr raus. So, und noch eben mal das Stroh da hinten rein. Zack. Jo. Ne, wir haben das alles gut im Griff hier mit Pauline. Die ist fleißig. Und ist das jetzt dreckig? Unsere Abashiri immer noch nicht. Nee, super. Finde ich gut von ihr. Die ist total, ne? Ja, was können wir denn jetzt hier machen? Sollen wir nochmal reiten vom Unterricht? Können wir auch machen, ne? Nochmal, schaffen wir das denn? Ist ja eigentlich... Ja, aber unsere Pauline, die ist da total... Komm, wir machen hier eine Runde... Weiß ich nicht, was machen wir denn? Springen? Einmal runterfallen vom Unterricht hier, genau. So, jetzt kann er ja irgendwie hin, ne? War ja so. Nee, ging ja nicht. Moment mal, absitzen. So, zack. Jo, ich weiß gar nicht, wie man das... Habt ihr das jetzt gesehen, wie das geht? Ihr müsst satteln und dann... Ja, der will sich hier nicht ansprechen lassen. Hallo? Du, sprich mit mir. Der ist doch der Hammer. Nein, willst du schwänzen? Nein, natürlich nicht. Gut. Ja, ob das jetzt wohl daran lag, dass wir hier einen Test hatten? Was haben wir, wie haben wir denn abgeschnitten? Ergebnis der Klassenarbeit, Note 2 in Musik. Ja, das geht auch. Ja, super. Ja, sollen wir das jetzt nochmal versuchen? Ach nee, können wir ja gar nicht. So ein Quatsch. Wir müssen ja die Ausreiterlaubnis erstmal kriegen. Wo ist denn jetzt mein Pferd? Und die gab es in der Dressurhalle. Ja gut, dann machen wir das mit dem Springtraining später. Dann mache ich das gleich wieder im Off. So hättet ihr euch das jetzt noch angeguckt, aber gut. Man kann nicht alles haben, liebe Leute. Man kann nicht alles haben. Wir haben auf jeden Fall jetzt aber Shiri wieder gesattelt. Und auf geht's. Ne, die Gute, die steht hier schon. Ja, die muss unbedingt noch weiter trainiert werden. So, ihr Lieben, ab zur Dressurhalle. Das ist ja nicht ganz so weit, ne? So. Uiuiui. Also das mit der Maus, das ist hier... Ich werde mich da nie dran gewöhnen. Wirklich nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze sich hier noch entwickelt. So. Obwohl, das klappt schon besser, ne? Ja, ich glaube, die wird auch immer gehorsamer, wenn man mit ihr übt. So, dann gehen wir doch mal dahin. Die Ausreiterlaubnis. Ich frage sie mal. Nee, ich will die Ausreiterlaubnis, nicht den Parcours. Können wir auch noch reiten. Aber wir wollen die Ausreiterlaubnis in die Stadt. Wir wollen nur wissen, was da los ist. Du erhältst die Ausreiterlaubnis für die Stadt, wenn du zeigst, dass du den Situationen dort gewachsen bist. Jo. Das ist logisch, ne? Finde auf dem Internatsgelände alle 4 Stellen, die durch einen Pfeil markiert sind und reite hindurch. Also das hört sich eigentlich machbar an. Das werden wir jetzt mal direkt versuchen mit Abashiri. Steht auch schon ganz erwartungsvoll da. Na du Kleine, ich hoffe, du benimmst dich. So, jetzt sieht man das hier irgendwie auf der Karte? Jo, nee, doch nicht, oder? Nee, Schitte, das ist natürlich doof. Ach, ist egal. Ich weiß, das war hinter den Gebäuden irgendwie. Wir reiten erstmal los, ne? Und passen auf, dass wir nicht wieder abgeschmissen werden. Das ist ja mit ihr hier immer so eine Sache. Das ist eine kleine Zicke. So, nur nicht bummeln. Ja... Ja, so, seht ihr? Hinter dem Gebäude. Ja, so ein bisschen, was will ich euch ja auch an Tipps hier mitliefern. Wie gesagt, das ist ewig ultra lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Und wie gesagt, ich kenne auch diese Version nicht, wobei ich denke, mit den Fallen, das wird ja überall gleich sein. So, und jetzt gucken wir einfach nochmal. Wie gesagt, so hundertprozentig kann ich mich nicht erinnern. Wir gucken mal hinterm Stallgebäude, ob da irgendwas ist, ne? Das dauert jetzt ein bisschen, das tut mir ja jetzt auch leid.
Aber egal. Na du Kleiner. Oh, hier ist auch noch ein Fall. Den müssen wir jetzt irgendwie hier erwischen. Oh, ich muss unbedingt mit Lightplay heute noch hier unserem Fohlen auch noch was machen. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie irgendwelche Bonuspunkte gibt, wenn ich hier mit dem Fohlen jeden Tag hier rumgurke. Mit Pauline. Ob die da irgendwie einen Vorteil durch hat. Aber man kann das Tier ja auch nicht verhungern lassen. Ne? Das geht ja nicht. Müssen wir mit dem Fläschchen aufziehen, den kleinen Racker. So. Ja. Ja, Pauline ist auf jeden Fall schon mal wesentlich sattelfester geworden. Obwohl, die gucken alle immer noch ziemlich dösig, ne? So gucken die denn so doof. Aber das liegt bestimmt daran, weil sie im totalen Ausgehen-Look auf Amashiri rumreitet, ne? Das ist ja nicht so, ne? Die hat überhaupt gar keine Reitklamotten, die gute Frau. Das müssen wir ändern. Aber wenn wir die Ausreiterlaubnis in die Stadt haben, dann können wir uns ja mal umgucken, was es da so gibt. Und richtig zuschlagen, hoffe ich. Hoffentlich gibt es da coole Klamotten, dass wir nicht mehr so behämmert durch die Landschaft reiten müssen, wie jetzt mit dem Outfit da. Das geht gar nicht. So. Ja gut, hier war jetzt auch nicht wirklich viel. Dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach nochmal da hinten bei der Westernhalle und bei der Springreithalle. Schön um Block, ne? Und dann können wir mal gucken. Jo. Wunderbar. Na, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich jetzt hier irgendwie mal alles im Off trainiere. Aber ganz ehrlich, Leute, das wird ultra lang. Wie gesagt, da gibt es genug Videomaterial zum Gucken. Ach ja, ne, und ihr seht sie ja auch immer zwischendurch hier mal rein. Und das dauert, Leute, das dauert. Ich will in die Stadt, Mensch. Hier ist noch ein Pfeil, so. Hallo, Pauline. Oh. Willst du auch an der Western Party teilnehmen? Oh, warum ist er denn jetzt schon wieder so Was laut? Was ist denn eine Western Party? Eine Party, die mich an meine Heimat Amerika erinnert. Oh, ist er laut. Bei den Turnieren gibt es nur Teamwertungen. Das heißt, du musst jemanden finden, der mit dir zusammen an den Start geht. Ach so. Ich finde schon jemanden. Versprochen, ich bin dabei. Ja, ja, das ist ja alles ganz toll, ne? Aber irgendwie... Oh, ich muss die unbedingt mal leiser stellen. Der war ja ultra laut. Ist mir letztens schon aufgefallen, da war das so extrem laut. Herzlichen Glückwunsch. Du erhältst die Ausreiterlaubnis statt. Ja, ich hatte hier, muss ich gestehen, ein paar technische Probleme, liebe Leute. Ich werde mal hier eben ganz kurz schauen, ob wir mal hier irgendwas ändern können an dieser unglaublichen Lautstärke. So, Lautstärke. Also Musiklautstärke habe ich ja jetzt schon mal runter. Und Sprache, oh ja, Sprache ist ja hier irgendwie, das ist ja too much ist das. Dann machen wir mal auf so, bestätigen und jetzt, ja. Ja, Moment, oje. Uiuiui. So, ach, alles klar. Ich dachte, hui, jetzt hatte ich mich aber hier leicht erschrocken. Ich dachte schon, ich hätte jetzt hier irgendwie einen falschen Fehler gemacht, ne? So, wo sind wir denn hier eigentlich? Warum hat sie, verstehe ich überhaupt nicht, warum hat er uns denn jetzt hier die Ausreiterlaubnis gegeben, der gute Western-Trainer? Weiß ich nicht. Aber der ist sympathisch, der Mann, ne? Ist doch ein netter Mensch, ne? Macht er hier das schöne, oh, da wäre ich ja gerne dabei, ne? Ich bin ja auch leidenschaftliche Westernreiterin. Und, nee, also so ein schönes Barbecue mit so einem Pferd und, also nicht das Pferd jetzt irgendwie auf dem Grill, ne, aber so eine schöne Fete und dann so eine Western, das wäre schon schön. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Moment, ich guck noch mal nicht, dass ich mich hier noch verreite. Halt, bleib mal stehen, meine Kleine. Jo, das sieht gut aus. Da unten geht's zur Stadt. Wir sind schon in der richtigen Richtung. Wir brauchen einfach nur geradeaus. Dann machen wir das doch mal. Wir reiten da runter. Er macht eine Western-Party. Finde ich total gediegen. Richtig klasse von dem Mann. Und wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Ja, ich weiß gar nicht, ne? Also man kann hier halt immer nur bis zu einer gewissen Zeit kann man hier wach sein, ne? Das ist natürlich hier so eine Sache. Und da müssen wir schlafen gehen, ne? Jo. Ja, die Badge-Karte stechen, das ist hier alles total streng. Auf der Akademie. Aber die sollen ja auch was lernen, die Leute hier. Die sollen ja nicht nur Fete machen, ne? Deswegen, die haben hier ihre Bettgehzeiten. Aber das scheint wirklich in richtigen Internaten auch der Fall zu sein. Da ist das echt so, Leute, ne? Das ist so. Ich habe mich da mal erkundigt, ne? Und also, weil mich das einfach mal interessiert hatte, das ist der Hammer, ne? Und da ist auch nicht hier mit einfach irgendwelche Klunkern in den Ohren hängen, ne? Das ist, oder so irgendwelche Ringe. Je nachdem, wo ihr da seid, da ist hier Schmuckverbot. Oder nur ganz dezent, bitteschön. Ja, das
Da herrschen noch andere Sitten, ne? Nur so am Rande mal erwähnt. Und jetzt sollte ich irgendwo mein Pferd in den Hinterhof stellen. Ich erinnere mich noch ganz dunkel dran. Ja, nur wo war der, ne? Verdammte Mal. Tat nochmal. Ich glaube, der war da hinten. Bin mir da jetzt nicht so ganz so sicher, aber wir versuchen es einfach mal, ob wir da hinten irgendwie unser Pferd abstellen können. Da müssen wir, glaube ich, ja mal um den Pudding. So, es ist auch so schade, dass man hier die Kamera irgendwie nicht drehen kann. Da würde ich ja jetzt echt gern mal gucken, wenn ich mal hier so ein bisschen umschaue. Oh, hoppsa. Mensch, was rennst du mir denn jetzt auch vor den Gaul, ne? Guck mal hier, da. Ja, das ist der Hinterhof. Das sieht doch... Ist das der Hinterhof? Weiß ich nicht. Ach, ich stelle hier... ich stelle die jetzt einfach mal hier wieder ab, ne? Gute Abashiri. Wir gehen da jetzt mal rüber zu dem Mädel. Mal gucken, was sie da hat, ne? Quatsch ich dir doch mal an hier mit Pauline. Sag mal, hast du vielleicht Lust, mit mir zusammen am Western-Turnier teilzunehmen? Klar, gerne, Paulina. Wie? Du kennst meinen Namen? Na, seitdem sich rumgesprochen hat, dass du Feodora auffliegen lassen hast, kennt dich so mancher. Übrigens, ich bin Elsie. Gehst du gerade Western-Klamotten für das Turnier kaufen? Eigentlich nicht. Brauche ich die denn? Unbedingt, sonst macht das einen schlechten Eindruck auf die Punktrichter. Bis später, Paulina. Ja eben, was fragt die denn so? Die kann doch hier nicht irgendwie in ihrem Frack da, den sie da anhat, kann sie doch da nicht hin. Mensch, so ein bisschen mal in Schale schmeißen ist schon gut. Und hier geht's wahrscheinlich rein. Und wieso komme ich hier nicht rein? Ach doch, jetzt sind wir schon drin. Ja wunderbar, das scheint hier der Klamottenladen zu sein, hier fürs Reiten. Ja, dann hau ich doch mal den Typen da hinten mal an. Mal gucken, ob der irgendwie mir hier was verticken kann. Jo, irgendwie alles ausverkauft oder wie? Ist ja der harte Hammer hier, ne? So, Sättel und Trensen. Ach, das kann sich doch kein Mensch leisten. Western einfach, Western edel. Wie soll ich das denn machen? Ja, wenn ich hier auf meinen Kontostand gucke, da oben, Leute, 500 Euro habe ich. Was ist denn das? Kriege ich doch nie zusammen. Wie komme ich denn jetzt an die Kohle hier? Das weiß kein Mensch. Und ich will eigentlich einen Western-Sattel haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird ihr ja auch gut stehen, unsere Abashiri. Ja, und Kleidung? Ja, da können wir doch... Guck mal, das ist doch schön. Jo. Jo, Leute, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden uns jetzt hier einkleiden. Wir holen uns jetzt mal als erstes hier eine Western-Reithose. So. Kaufen. Jo. Western-Stiefel. So, die nehmen wir auch mal mit. Und dann hier eine Western-Bluse. Wie sieht es denn aus? Immer noch Geld über 340. Oh, das ist ja cool. Hier Shopping-Tour. Und den Cowboy-Hut. Ja, das sieht doch super aus. Leute, das sieht gut aus. Finde ich gut. So, und hier, das ist auch schön, ne? Ah, da müssen wir uns jetzt mal... Nee, da muss man ja richtig gucken, für was man hier die Kohle ausgibt. Ja, das ist doch nett. Wir haben doch jetzt hier unsere Sachen, ne? Brauchen wir noch was? Wieder zurück. Ah, ich würde mich ja gerne mal hier umgucken. Das würde mich ja schon reizen, ne? Ja, wir reiten hier mal noch ein bisschen rum. Oh, und dann lasse ich euch mit einem Cliffhanger hängen. So gemein, wie ich bin, ne? Dann müsst ihr am nächsten Tag weiter gucken. Das tut mir ja leid. Ich habe mir jetzt einfach überlegt, ich nehme immer eine Viertelstunde ungefähr auf und dann ist Cut, ne? Nee, das ist einfach besser, ne? Weil ich habe hier ein anderes Aufnahmeprogramm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ein älteres Spiel ist. Das macht nämlich mein eigentliches nicht. Und das ist ein echtes Problem. Das ballert mir dermaßen die Festplatte zu. Da muss ich das erst wieder umwandeln. Und ach, das ist aber so ein technisches Gedöns, ne? Da will ich euch jetzt auch nicht mit nerven. Ja. Deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle einfach einen Cut. Dann könnt ihr warten und nächstes Mal wieder einschalten. Ich wünsche euch noch was. Tschüss.